Schön, dass ihr immer noch dabei seid und dieses Video seht. Es ist ja doch schon jetzt ein bisschen her seit dem letzten Video und das lag einfach daran, dass ich am Anfang keine Zeit mehr hatte, ein Video zu machen und sich das so nach und nach rausgezögert hat und dann hieß es irgendwann, ja, nächste Woche mache ich eins, aber das hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Jetzt ist es wieder möglich und ich habe das Studio ein bisschen umgeräumt, dass hier alles wieder ein bisschen luftiger ist und nicht so vollgestellt, wie es die letzten Wochen war. Und auf jeden Fall freue ich mich drauf, wieder neue Videos zu machen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr weiterhin dabei seid und mittwochs 20 Uhr ein Video von mir anschauen möchtet. Und das erste Video nach der Pause starte ich mit dem Trafo, mit dem ich schon ein paar Videos gemacht hatte. Problem an dem Trafo ist die Sekundärspule. Das ist die hier mit den dicken, massiven Kabeln. Die Primärspule hat relativ viele Windungen und kann damit auch mit dünnen Kabeln auskommen, denn es fließt wenig Strom im Vergleich zu dem hier und eine gewisse Spannung hier vom Netzanschluss. Damit wird eine definierte Leistung in diesen Trafo eingebracht. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass ich hier relativ wenig Windung in der Sekundärspule habe, wird die eingebrachte Leistung gewandelt in eine relativ hohe Strommenge, die fließt, mit einer sehr niedrigen Spannung. Die Leistung ist immer noch abzüglich Verluste die gleiche, fast die gleiche. Diese große Menge an Strom, die hier durch diese Kabel fließt, sorgt dafür, dass die Kabel natürlich auch eine gewisse Wärme produzieren. Problem ist nämlich jetzt, wenn der Kontakt nicht richtig gut ist und nur so relativ wenige von diesen dünnen Kabeln die Kontaktstelle zu dem Objekt, wie zum Beispiel diesem Schraubenschlüssel, herstellen, dann sieht man schon, was das Problem ist. Dieser Schraubenschlüssel ist deutlich dicker als die zwei Drähte jetzt hier zum Beispiel. Das bedeutet, diese zwei Drähte würden dann anfangen, heiß zu werden und zu schmelzen, nicht der Schraubenschlüssel. Das heißt also, ich muss versuchen, den Kontakt möglichst mit einer großen Anzahl an Kupferdrähten herzustellen. Und das schaffe ich normalerweise bei den vorherigen Videos immer mit diesem Kabelschuh. Hier in dieser Öffnung werden möglichst viele von diesen Kupferdrähten eingeführt und dann wird das Ganze gequetscht, dass also hier eine möglichst gute Kontaktfläche entsteht. Über die Zeit ist das ein bisschen gerostet und das zweite, nach und nach sind die Kupferdrähte auch durchgeschmolzen oder porös geworden und abgebrochen und so weiter. Das heißt also, die Kontaktstellen, die hier in dem Kabelschuh eigentlich hergestellt werden sollten, waren nicht mehr in der ausreichenden Menge vorhanden. Das heißt also, die Leistung des Trafos, ich will ja Objekte hier zwischen schmelzen, war nicht mehr ausreichend, dass es funktioniert hat. Ich musste überlegen, nehmen wir weiterhin diesen Kabelschuh oder machen wir die andere Taktik. Wir nehmen Schraubzwingen und klemmen das Objekt einfach an möglichst viele Kupferdrähte. Durch die Schraubzwingen quetschen wir die Kupferdrähte ein und sorgen für eine sehr große Kontaktfläche. Der Leistungsverlust wird dadurch also reduziert. An der Schraube sieht man, dass eine sehr kurze Zeit ausreicht, damit die Schraube anfängt zu glühen. Ich schalte den Trafo immer mal wieder aus und an, um zu schauen, ob irgendwo anders Funken fliegen. Das würde nämlich bedeuten, dass das System irgendwo einen nicht gewollten Kontakt hat. Aber es funktioniert genauso, wie es soll. Nur die Schraube als schwächstes Glied wird heiß und fängt an zu glühen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie die Gewindegänge anfangen zu schmelzen. Beim nächsten Versuch klemme ich zwei Schrauben ein, jeweils eine pro Seite. Ziel ist es jetzt, eine möglichst kleine Kontaktfläche zu erzeugen zwischen den Schrauben, die dann relativ schnell schmelzen sollte. Denn je kleiner der Querschnitt ist, desto schneller erwärmt sich das Metall durch den fließenden Strom. Man sieht, wie schnell der äußerste Gewindegang wegschmilzt und damit der Kontakt an einer anderen Stelle entsteht. Es fließt aber jetzt deutlich weniger Strom, da der Widerstand steigt. Und die geringe Menge an Wärme, die entsteht, da sie ja nur punktuell entstehen kann, wird in die kompletten Schrauben abgeleitet. Und das sorgt dann dafür, dass es eben nicht so stark anfängt zu glühen. Berühren sich mehrere Gewindegänge, sollte es eigentlich besser funktionieren. Nur das schaffe ich nicht mehr, denn die vorhandene Biegung der oberen Schraube lässt maximal ein bis zwei Gewindegänge miteinander berühren. Drehen wir die Schrauben um, müsste es eigentlich in der Theorie sehr gut klappen, aber die Schraubenköpfe sind nur in der Theorie perfekte Flächen. Durch Unebenheiten oder Partikel berühren sich die Schraubenköpfe auch wieder nur an wenigen Stellen. Es wird zwar warm, aber es fließt viel zu wenig Strom, als dass es anfangen würde zu glühen.
Dass die Leistung des Trafos immer noch die gleiche ist wie vorher, sehen wir direkt, wenn man nur eine einzige Schraube anschließt und diese richtig verspannt. Sie fängt fast sofort an zu glühen. Und fürs nächste Mal baue ich den Trafo um, sodass wir einen Schraubenschlüssel schmelzen können. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Links könnt ihr jetzt noch ein Video zum Knallgasbrenner sehen und rechts, wie ich Gold geschmolzen habe. Und vergesst nicht, wie immer, zu abonnieren.